Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple ist am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Homebooth Pop. So, wir wollen mal direkt schauen und als Gast spielen. Mal sehen, was uns hier so für ein Spiel erwartet. Nehmen wir mal direkt hier die 1. Level Nummer 1 ausgewählt. Ein neues Disney-Spiel ist wieder da. Gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, eigentlich relativ einfach. Pop die Bottles. Achso. Was ist nun los? So, einmal ringsrum. Zack. Ein paar extra Punkte geholt. Wunderbar. So, und jetzt geht's endlich ins Spiel rein, so wie das Ganze hier aussieht, mit dem lustigen Männchen hier. Also. Guck mal einer an hier. Ach, so soll das hier funktionieren. Wir müssen hier so verschiedene Kombinationen freischalten, siehst du? Am besten so viel wie möglich. Dann gibt es gut Punkte, siehst du? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auch wieder hin und zurück funktioniert. Donnerwetter, das gab mal einen guten Kombo. Gibt akkurat Punkte. Ich glaube, hier so Zeit läuft hier irgendwie nicht ab. Mir geht's Boovi. Das ist ja voll groovy. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll hier. Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache. Ob das jetzt hier allein passiert. Irgendwas hat es zu bedeuten. Oh wei, wir sind bei über 50.000 Punkte gelandet. Haben auch direkt schon wieder hier oben einen Erfolg freigeschaltet. 98.000 Punkte und 3 Sterne. Gehen wir mal auf Fortfahren. Kein schweres Spiel. Okay, das haben wir geschafft. Ab ins zweite Level. Wir sollen wieder auswählen. Das machen wir. Okay, mal sehen, was unser Boovi hier so alles noch kann. Ist ja lustig. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Züge für Blau und 20 für Orange, so wie das Ganze aussieht. Aha, guck einer an hier. Alles klar. So, da haben wir die schon mal weggeholt. Versuchen wir uns mal ein bisschen auf Orange zu konzentrieren. So, haben wir die schon mal geholt. Ach nee, wir sollen nicht 20 Züge. Das sind einfach nur die Punkte, die wir hier einfach holen sollen. Schon wieder ein Erfolg freigeschaltet. Donnerwetter. Ein Superstar sind wir. Das gibt schon wieder massiv Punkte. Gleich sind wir schon wieder über 50.000 drüber. Alter Schwede. 3 Sterne wieder geholt. Fortfahren 67.000. Einiges weniger als im ersten Spiel. Also schon relativ interessant mal zu sehen, so das Spielprinzip ist wirklich nicht schwer. Man muss also immer nur die gleichfarbigen Kugeln nehmen und am besten so viele Effekte wie nur möglich raushauen. Schon mal eine ziemlich geile Sache. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier, am besten von oben. Das klappt leider nicht. Die klicken wir weg. Und achso, die explodieren dann. Die Kugeln. Das ist natürlich gut, dann werden verschiedene von der anderen Farbe immer mit angestupst. Perfekt. Hat das hingehauen. Guckt ihr das mal an hier.
wie schön man hier die Farben sortieren kann. Aber es wird schwierig. Aber trotzdem haben wir es geschafft, mit wenigen Zügen so viel wie möglich Punkte zu holen. Klopft dir auf die Schulter. Machen wir. Coole Sache. Alter Schwede. Naja, das ist schon mal nicht schlecht, aber ich denke mal, die Punkte werden weniger. Vielleicht gerade so 3 Sterne, wenn überhaupt. Nee, siehst du, keine 3 Sterne. Ja, und das Spiel ist ja nämlich ziemlich cool hier. Und das empfehle ich euch an der Stelle natürlich mal weiter. Was haben wir hier unten links eigentlich für ein Ding? Ach, hier können wir verschiedene Figuren nehmen, die wir uns dann noch mit den Leveln freispielen können. Ja, coole Grafik, simpel zu handhaben, viel Spaß damit. Das ist Home Boof Pop. DreamWorks, kein Disney-Film, so rum war's. Ja, viel Spaß damit. Ihr könnt das natürlich noch mit Facebook verbinden. Ihr könnt unendlich viele Punkte sammeln. Viel Spaß damit. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Apple Review. Auf Wiedersehen.